Moin Leute, die Find X-Reihe von Oppo bezeichnet normalerweise die absoluten Top-Modelle. Wie immer gibt es aber auch ein paar kleinere Ableger und wir schauen uns heute mal das Lite-Modell an. Zum Deutschlandstart von Oppo kam damals das Reno 2 raus. Das hatte ich total gelobt, denn designmäßig war es mal was komplett anderes. Das Review könnt ihr euch hier oben anschauen. Das hier, das Find X3 Lite, ist ein bisschen konservativer gebaut. Das heißt Punch-Hole-Notch und ein ganz minimales Kinn, aber doch ein sehr flächendeckendes Display. Dazu ein Kunststoffgehäuse, zumindest auf der Rückseite. Vorne kommt kein Gorilla Glass zum Einsatz, sondern Panda. Ist eine etwas andere Version quasi, beziehungsweise von einem anderen Hersteller von superfestem Glas. Trotzdem sehr stabil und hat jetzt auch keine großen Probleme gemacht im Test. Merkt man nicht den Unterschied. Dafür, was als erstes ins Auge fällt, sehr schönes großes Display, 6,44 Zoll. Mit AMOLED-Technik, das heißt perfekte Schwarzwerte, schöne hohe Auflösung Full HD Plus und besonders cool 90 Hertz Bildwiederholrate. Erstmal, das Display macht einen richtig guten Eindruck, die Farben sind satt und durch die 90 Hertz Bildwiederholrate scrollt ihr richtig schön smooth über Webseiten und durch Apps und so weiter. Aber ansonsten hat das Handy jetzt keine großen optischen Besonderheiten. Ist auch kein großes Wunder, in anderen Märkten kommt es als Oppo Reno 5 heraus. Also es ist jetzt kein speziell designtes Find-Modell oder Find-X-Modell, aber im Vergleich zu den anderen Find-Modellen ist es eben, wie gesagt, deutlich günstiger bepreist. 450 Euro im Vergleich zu den 799 Euro des Neo-Modells und den 1150 Euro des Pro-Modells sind schon nochmal ein ordentlicher Unterschied. Anschlussseitig erstmal zum Positiven. Ihr habt einen 3,5 mm Klinkenanschluss, das gibt von mir einen fetten Pluspunkt, denn damit könnt ihr Kopfhörer aller Art dranhängen und braucht nicht einen extra Dongle. Der USB-C-Anschluss verfügt leider nur über eine 2.0 Geschwindigkeit, das heißt, wenn ihr jetzt größere Videodateien oder dergleichen mal rüberziehen wollt, kann das mal länger dauern. Nicht ganz so cool ist, dass ihr den Speicher nicht erweitern könnt. Mit 128 GB solltet ihr aber auf absehbare Zeit gut zurechtkommen. Eines der technischen Highlights des Smartphones ist die Schnellladefähigkeit. Denn mit 65 Watt wird hier geladen und das heißt, in 37 Minuten ist der Akku von 0 auf 100. Wenn ihr jetzt nur mal zwischenladen wollt, quasi von sagen wir 20% auf 80%, dauert das gerade mal so um die 20 Minuten. Das ist schon ein ziemlich cooles Feature, was andere Geräte eben nicht so bieten können. Dafür müsst ihr aber auf eine kabellose Ladefähigkeit verzichten. Auch ansonsten ist die Benutzungsgeschwindigkeit des Smartphones auf einem oberen Mittelklasse oder fast schon Oberklasse-Niveau. Der Fingerprint-Reader hier drin sitzt im Display unten und reagiert wirklich verdammt schnell. Geschwindigkeit ist auch das Stichwort, wenn es ums restliche Benutzererlebnis geht. Denn mit dem Snapdragon 765G hier drin zockt ihr so ziemlich alle aktuellen Games auf höchsten Einstellungen und wirklich butterweich auf dem 90-Hertz-Display. Aber zum Beispiel beim jetzt Rendern von 4K-Videos merkt ihr schon nochmal so eine Gedenksekunde oder wenn ihr jetzt Panoramaaufnahmen mit der Kamera macht. Das bringt mich auch zur restlichen Oberfläche von Oppo, nämlich ColorOS 11.1. Hier kommt Android 11 zum Einsatz, also das aktuellste. Und es wird, wenn man jetzt Oppos Track Record sich anguckt, auch sehr gut gepflegt. Das heißt, ihr bekommt monatliche Updates ziemlich fix und die aktuellsten Android-Versionen, also große, auch sehr schnell nachgeliefert. Auch ansonsten gefällt mir die Gestaltung des User Interfaces richtig gut und sie bietet eben auch einige Zusatzfunktionen. So könnt ihr zum Beispiel mit drei Fingern nach oben wischen und so eine Multitasking-Ansicht freischalten. Hier könnt ihr dann mit zwei Fenstern nebeneinander arbeiten, was ziemlich cool ist. Auch ansonsten alles schön schick, alles schön schnell. ColorOS 11.1 gefällt. Ich habe es bereits gesagt, der Akku ist super schnell geladen, aber ihr kommt mit dieser Akkukapazität von 4300 mAh hier drin auch locker so über anderthalb bis zwei Tage, zumindest im Pandemiebetrieb. Es kann auch sein, dass wenn ihr jetzt absolute Power-User seid und die ganze Zeit unterwegs und im 5G-Netz, dass es dann auch mal nur einen Tag reicht oder kurz vor knapp leer wird. Aber wie gesagt, ist auch wieder schnell voll. Ich habe es gerade schon angesprochen, 5G ist mit drin. Das liegt eben auch am Chipsatz, dem Snapdragon 765. Ist derzeit ein Feature, was man nicht so richtig testen kann. Klar, Pandemie und auch die flächendeckende Verbreitung ist noch nicht wirklich gegeben, aber es bringt halt wirklich richtige Zukunftssicherheit mit sich. Und das ist ziemlich nett. Jetzt aber zum für viele wichtigsten Punkt. Denn die verbaute Vierfachkamera hier drin ist, zumindest was die Haupt- und auch die Weitwinkelkamera angeht, richtig gut. Sie kann jetzt nicht mit den absoluten Oberklasse-Modellen mithalten, aber sie ist auf einem ziemlich hohen Niveau, zumindest was die Hauptkamera und, Überraschung, auch die Selfie-Kamera angeht. Ich komme erstmal kurz zur Selfie-Kamera, denn die ist die gleiche, die auch im absoluten Top-Modell für 1150 Euro sitzt. 32 Megapixel misst sie und sie macht richtig schön scharfe und vor allem auch detailreiche Fotos. Also da säuft jetzt nichts ab, selbst wenn die Lichtverhältnisse mal nicht so gut sind. Man merkt, dieser Sensor hier drin ist eigentlich für eine andere Preisklasse gedacht. Und das ist ziemlich cool, gerade wenn ihr jetzt Selfie-Fans seid,
dann ist das hier vielleicht eine der günstigsten Alternativen für euch, um richtig gute Fotos von sich selber größtenteils zu machen. Die Hauptkamera misst 64 Megapixel. Dabei werden 4 Pixel immer auf einen heruntergerechnet, also im Normalfall zumindest. Ihr könnt auch 64 Megapixel Aufnahmen machen, die sind aber kaum detailreicher. Der Dynamikumfang der Fotos ist richtig gut und was mir bei Oppo bis dato immer richtig gut gefallen hat, die Farben sind nicht unnatürlich. Also Rot und Grün sind minimal übersättigt, aber wir bewegen uns hier nicht in Territorien von manchen Samsung-Smartphones. Also es sieht nicht aus wie bei Barbie und Ken im Wunderland oder dergleichen, sondern die Fotos wirken alle schön natürlich. Bei der Weitwinkelkamera haben wir etwas entsättigtere Farben, was je nach Situation sogar ein bisschen besser aussehen kann. Aber im Großen und Ganzen, die beiden Hauptkameras, richtig toll. Was eine Praxis ist, die ich nicht so cool finde, hier spricht Oppo trotzdem von einer Vierfachkamera. Warum ist das so? Hier ist eine 2-Megapixel-Makrokamera mit verbaut und eine 2-Megapixel-Schwarz-Weiß-Kamera. Die kann man in der Praxis eigentlich beide ziemlich vergessen. Die 2-Megapixel-Makrokamera ist noch in Ordnung, aber ganz ehrlich, wenn ihr wirklich Nahaufnahmen machen wollt, nehmt die Hauptkamera und zoomt dann einfach ran oder croppt das Bild selber zurecht. Das ist meistens von den Details, vom Umfang, der Dynamik her deutlich besser. Die Telelinse sitzt leider nicht drin. Die gibt es erst beim Find X3 Neo, aber die Zoomstufen hier drin werden durch den Algorithmus digital vergrößert und, Überraschung, sehen richtig gut aus. Also bis zur zweifachen Vergrößerung kann man das wirklich nehmen und man merkt jetzt auch nicht sofort, dass da keine Telelinse verbaut ist. Also hier hat Oppo wieder, was die Algorithmen angeht, sowohl was die Farben als auch die Vergrößerung angeht, einen richtig guten Job gemacht. Einige nette Spielereien sind auch noch mit an Bord. Unter anderem hat Oppo eine Multiview-Kamera geschaffen. Damit könnt ihr quasi Aufnahmen von euch machen, während ihr gleichzeitig auch die Vorderkamera benutzt. Das ist gerade so für die durchinszenierte Person des 21. Jahrhunderts vielleicht ganz spannend, wenn irgendwelche Ereignisse gefilmt werden und man gleichzeitig für TikTok die Reaktion davon von sich filmen will oder dergleichen. Ich bin da ein bisschen zu alt für, aber ich kann mir schon vorstellen, dass viele Leute das cool finden. Ansonsten, ihr habt keine optische Stabilisierung der Kamera, aber die digitale Stabilisierung macht ebenfalls einen richtig guten Job und die Videos, zumindest mit der Hauptkamera, wirken auch richtig schön scharf und haben ebenfalls einen guten Dynamikumfang. Soundtechnisch ist das Oppo-Smartphone hier jetzt keine Offenbarung. Also das bedeutet, der Mono-Lautsprecher hier unten wird schön laut, aber so ab 80%iger Lautstärke verzerrt er dann doch ziemlich. Wenn ihr jetzt Leute damit im Bus unbedingt nerven wollt oder in der Bahn, geht das, aber ich würde damit jetzt keinen Musikgenuss erwarten. Dafür habt ihr dann eben auch den 3,5 mm Klinkenanschluss, um eure Kopfhörer oder eure Anlage anzuschließen. Und mit Bluetooth könnt ihr eben auch alle möglichen anderen Kopfhörer verbinden. Was lässt sich nun abschließend über das Oppo Find X3 Lite sagen? Es hat es nicht ganz so leicht, aber das liegt nicht unbedingt am Smartphone selber hier, denn das hier ist ein echt rundes Paket, gerade was so die obere Mittelklasse angeht. Nur preislich schlägt es sich da halt gegen einige Konkurrenz auch aus dem eigenen Haus. Das OnePlus Nord kostet derzeit deutlich weniger, hat denselben Chipsatz und ist auch haptisch ungefähr auf dem gleichen Niveau. Das Realme X50, ebenfalls denselben Chipsatz, haptisch etwas niedriger einzustufen, kostet auch nochmal deutlich weniger. Dafür hat das Oppo Find X3 Lite die deutlich bessere Kamera, macht auch optisch einiges her und hat die beste Selfie-Kamera, würde ich behaupten, in seiner Preisklasse. Wenn es noch ungefähr 50 Euro im Preis sinkt, was zumindest in den nächsten Monaten zu erwarten ist, ist es meiner Meinung nach ein absoluter No-Brainer. Also, wenn ihr unbedingt die beste Selfie-Kamera bis, sagen wir mal, 450, 500 Euro haben wollt, Oppo Find X3 Lite ist eine richtig gute Alternative dafür. Also, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Review weiterhelfen. Falls ja, like gerne das Video. Falls nicht, dislike das Video. Abonniert trotzdem unseren Kanal. Drückt die Glocke. Ihr kennt das Spielchen auf YouTube mittlerweile bestimmt auch. Und bis dahin, haut rein und macht's gut.